Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Enderal. Wir mussten gerade von einer, ja, doch etwas größeren Meute an Untoten fliehen. Da habe ich mich dann doch entschieden, wir teleportieren uns mal lieber direkt zurück nach Ark. Das ist mir dann doch jetzt ein bisschen angenehmer, muss ich sagen. Wie viel haben wir denn noch? 5 Rollen haben wir noch. Guck mal. Dann einmal straight back to Ark und berichten, was passiert ist. Wir wurden ja einfach verraten von Petra. Kannst du nicht ausdenken. Oh, mein Kaffee geht langsam zur Neige. Damit ist er leer. Hilft nichts. Hört meine Worte, o ehrenwerte Bewohner. So, da sind wir wieder. Gut, dann berichten wir erstmal. Ein Wunder ist geschehen. Ja, Grüße auch an dich. Auch an dich. Große Grüße gehen raus. Wir müssen jetzt erstmal hier zurück ins Adelsviertel, genau. Und dann ihm Bescheid sagen. Er wird, glaube ich, nicht sehr erfreut sein. Wahrscheinlich, normalerweise muss sie jetzt ja auch auf dem Weg zu ihm sein. Weil sie ja den Apparillo haben möchte, oder nicht? Und um an den ranzukommen, muss sie ja wieder in sein Labor und ihn da klauen. Also wahrscheinlich treffen wir gleich wieder auf sie. Oder auf die Leiche von ihm. Hoffen wir mal das Beste. Man muss halt sehen, wo man bleibt. Ja, da hat er nicht Unrecht. Oh oh. Rein in die Werkstatt. Ich bitte dich, Patira. Das ist doch Wahnsinn. Du hast keine Ahnung, was du da tust. Oh doch. Glaubt mir, mehr als ihr es jemals hattet. Ihr seid lächerlich, ihr... Oh, großartig. Ich wusste, dass ich auf Nummer sicher hätte gehen sollen. Aber so bist du eben, Patira. Immer schon einen Ticken zu weich. Ihr! Bei den Urvätern! Helft mir! Patira, sie kontrolliert ihn! Ihr müsst sie aufhalten! Ich glaube, darauf ist er schon selbst gekommen. Dann wollen wir doch mal sehen, was dieses Ding auf dem Kasten hat. Oh oh. Horst! Oh oh oh. Ah, guck mal, und wieder in den Schritt. Oh. Okay. Das war intens. Erstmal mitnehmen, was geht. Okay. Das war vielleicht doch ein Zeichen, dass man sowas lieber lässt, nicht wahr? Verflixt und zugeschraubt. Das war doch wirklich unnötig. Warum hat sie das getan? Ich verstehe es nicht. Ich kann es dir sagen. Was ist mit Patira? Ist sie tot? Sie meinte, ihr würdet das Potenzial dieser Maschine nicht vollends ausnutzen. Lehre von den Geschehnissen erzählen. Unser Volk zu alter Größe zurückführen? Bei den Sternen, wie idiotisch kann man sein? Wir sind Sternlinge, verflucht. Keine verdammten Imperialisten. Wir leben, um zu forschen und um die Prophezeiung zu erfüllen, nicht um... Seht ihr, das ist, was passiert, wenn jugendlicher Eifer auf mächtige Technologie trifft. Sie war schon immer bissig, aber das habe ich wirklich nicht kommen sehen. Naja, jetzt muss ich erstmal Horst wieder auseinanderbauen, um an seinen Bewusstseinskern zu kommen. Dann überlege ich mir, was wir aus ihr machen. Vielleicht lassen wir das mit dem Rücktransfer in ihren Körper gleich sein. Ich wollte schon immer einen sprechenden Briefbeschwerer. Nur ein Scherz, nur ein Scherz. Nur ein Scherz. Also werdet ihr Patrias Bewusstsein wieder in ihren Körper zurücktransferieren? Natürlich, ich bin ja kein Mörder. Aber wenn es soweit ist, dann nur mit einem Dutzend Gardisten an meiner Seite. Sie kann sich auf ein paar schöne Monde im Gefängnis einstellen. Und dann darf sie sich nach einem neuen Meister umschauen. Aber das ganze Drama mal beiseite gelassen. Dank euch habe ich alles, was ich brauche, um Horst zu vollenden. Und dass der Transfer funktioniert, dass die Apotheose möglich ist, hat Patira ja bewiesen. In dem Sinne,
Danke für eure Hilfe. Ihr werdet eure Belohnung bekommen und Patiras Anteil gleich dazu. Bitte nehmt diesen Schlüssel. Hinten im Eingangsraum findet ihr eine kleine Schatulle neben dem Kamin. Was da drin ist, gehört euch. Danke nochmal. Okay, wir haben einen Schlüssel bekommen, ein Achievement bekommen, Sieger über Horst und beim Kamin. Kann ich hier noch was mitnehmen oder zählt das als Stehlen? Ich will gar nicht wissen, was er hier alles für Zeug hat. Es zählt als Stehlen, dann lassen wir das. Also beim Kamin. Ihr, schön euch zu sehen. Total vergessen, dass wir... Schön zu sehen. Eine alte Schatulle beim Kamin. Ich hätte das jetzt als den Kamin wahrgenommen. Wo ist denn diese Schatulle, von der ihr spracht, werter Herr? Ich möchte gerne meine Belohnung haben. Ach, hier ist noch ein Kamin. Alles klar. Und da ist die Schatulle. Wir bekommen einen Set-Gegenstand. Bögen, ja, nicht so unser Ding. Aber 796 Groschen, nice. Danke nochmal. Hau rein und viel Erfolg noch mit Horst, ne? Haut rein. Ich wusste doch, wir kommen genau dann an, wenn sie da ist und hier einen auf Dicken macht. Das war so zu erwarten. Okay, ja. Dann gehen wir jetzt mal wieder kurz pennen, würde ich sagen. Krieg vor Haustüre. Es geht doch alles den Bach runter. Ja, du. Die Welt ist im Wandel. Ich spüre es im Wasser. Ich spüre es im Horst. Aber coole Quest. Auch wenn das Ende nicht so war, wie ich es erwartet hätte. Also ich habe jetzt nicht gedacht, dass sie uns verrät. Habe ich wirklich nicht gedacht. Aber es ist geschehen. Es ist geschehen. Insofern... Keiner mehr da, um Dinge zu verkaufen. Schade. Sitzen einfach nur rum und warten darauf, dass wie viel Geld haben wir denn aktuell? Wir haben 2000 Groschen. Ich würde sagen, dann gehen wir kurz nochmal in eine Bank. Es ist doch wirklich mal härter durchgreifen. Da müsste man wirklich mal härter durchgreifen. Also wirklich. So, Marker Bank. Gehen wir mal eben 2000 Euro. 2000 Euro. Ich möchte ein paar Euro ab. Schreitet wohl, Messer. Ich möchte Ihnen mein Goldfach einzahlen. Natürlich. Und zwar 2000 Euro. Was ist ein Euro? Ja, 2000 davon, bitte. Eine kluge Entscheidung. Wie sieht's denn aus in meinem Goldfach? Hallo. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ich möchte mein Goldfach einsehen. Natürlich. Wir haben aktuell 11.782 Groschen und bekommen durch Zinsen 250 pro Tag, das ist der Max-Satz, und durch Anteile 6. Okay. Wie sieht's mit Anwesen aus? Bin an einem Anwesen interessiert. Zeig mir nochmal einmal euer Angebot. Natürlich. Am Plus, am Boss. Bauplan, Gemälde. Können wir mal eben nach Wert gehen? Guck mal, da sind die Parierenmeister, auch Lehrbücher. Ich dachte, er hat noch mehr Anwesen oder sowas. Hier, Haus am Larksex, Adelsviertel. Das kostet 5.997. Da hätten wir nämlich ein bisschen schöneres Haus, ne? Aber dadurch, dass wir immer beim Markt rumeiern, wäre es eigentlich voll bescheuert, weil wir es eh nicht benutzen, ne? Muss man ja mal sagen, wie es ist. Am Boss. Ach, Bauplan Bierfass. Hundertprozentig. Alles klar, hau mal rein, ne? Ja, ja. Tschüss. Dann gehen wir mal kurz wieder pennen. Unser Haus haben wir halt auch so gar nicht eingerichtet. Ich habe da noch nichts gehabt, da ist ein Bett drin. Das war's. Weil ich bin nicht so der Housing-Fan, ne? Kann man sich natürlich jetzt voll austoben und da alles geben. Was bist du für ein Typ? Was machst du vor meinem Haus und warum rübst du hier rum? Was soll denn das? Weg mit dir! Na Abend. Ja, na Abend. Hau mal ab jetzt hier. Kannst dir nicht ausdenken, sowas. So. Und zwar habe ich doch so ein tolles, cooles, neues Schwert gefunden. Wo ist es? Was ist das? Nein. Manche Schichten gehen einfach nie zu. Was ist das? Nein. Wo ist es denn? Offensichtlich kann ich es nicht nochmal schärfen.
Objekte. Waffen. Bitte sortiere nach Schaden. Habe ich nicht von ein Schwert gefunden, wo ich meinte, voll geil. Ich scheine mich irgendwie vertan zu haben. Na gut, egal. Gehen wir kurz mal pennen. So. Und zwar, es ist jetzt 8 Uhr abends, also 9 Uhr abends, sind es 10, 11, 12 und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12 Stunden Schlaf, du, da bist du auch erholt, ne? Aber nachdem wir auch durch dieses Boot durchgeeiert sind, oh, kannst du auch eine Pause dir mal erlauben, Alter. So, er ist gleich fertig. Er ist gleich fertig. So, guck mal. Okay. Wir sind erwacht, es geht uns gut. Journal, was haben wir denn noch offen? So. Aufsuchen um Hilfe bitten, jawohl, das wäre die Main Quest mit Dijam Onilis im falschen Hund treffen. Dann machen wir doch erstmal das, oder was? Aurora Leckers aufsuchen, um Hilfe zu bitten. Das ist die Main Quest. Alle Bände des Schlechters von Arg lesen. Bis 4 sind wir gekommen. Den blinden Schürfer finden und bezwingen. Das Wrack der Morgentau finden und nach Hinweisen auf Taras Verbleib suchen. Nach einem langen Gespräch am Lagerfeuer habe ich von Esmen erfahren, dass sie auf der Suche nach ihrer Gefährtin Tara ist. Ach ja, ich erinnere mich noch. Das sollten wir auch noch machen. Wandern erzählen von einem nemischen Feuerspucker. Blut und Staub. Einen Weg finden, an den Kämpfen teilzunehmen, haben wir auch noch überhaupt nicht gemacht. Pyrische Artefakt in Alt-Mischka finden. In Alt-Dollisch finden. Guck mal. Das ist 2. In der Schraube Hut und Pfusch AG einer Sterlingsgilde in Ark traf ich auf einen Mann namens Tivon. Bal Hensensis aus einem Haus in Nebelheim bergen. Auch nicht übel. Sollten wir locker hinkriegen. Traf ich einen alten asianischen Apothekario Balhedel. Er erzählte mir von seinem Großvater, einem angesehenen Apothekarius, der im Auftrag einer Arka-Nobeldame in einer Festung im heutigen Flüsterwald an einer Art Allheilmittel geforscht hat, bevor dieser verpestet wurde. Bal befürchtete, dass die Plage, anders als man derzeit annimmt, keine Naturkatastrophe war, sondern ein fehlgeschlagenes Experiment jener Apothekari, zu denen auch sein Großvater gehört. Er will, dass ich in die alte Festung nach Hinweisen, die die Antwort auf die Festung, auf die Frage bringen können. Wir suchen Festung. Einfach nochmal Festung sagen, dann passt es schon. Ja, dann lass uns erstmal das machen. In die trostlosen Felder, würde ich sagen. Ebenso ein Schlüsselberg, das sollte kein Ding sein. Festung rein, alles kaputt kloppen. Da sind wir doch Meister drin, ne? Mal eben gucken. Wo müssen wir denn hin? Unser Weg führt uns... Oh, ganz weit weg. Myradenturm Nebelhain. Und dann einfach ganz nach unten an eine Festung ran. Da wirklich ganz den Weg folgen. Okay. Das heißt Myradenturm Nebelhain. Das ist unser Ziel. Auf nach Nebelhain, meine Freunde. Wir machen nämlich jetzt erstmal schön Nebenquests, bevor wir uns der Main Story widmen. Da können wir nämlich dann... Hallo. Ganz entspannt die Main Story genießen. Schreitet wohl. Schreitet wohl. Aber meistens sind ja die Nebenquests genauso spannend und cool wie die Hauptquests. Also das gerade eben war ja auch wieder super spannend. Mal sehen, wo uns das jetzt wieder hinführt. Außer in Gebiete mit vielen Magiern. Gehen wir mal hinauf. Ich will auch jetzt nichts beschreien, ne? Aber ich möchte es trotzdem mal lobend erwähnen. Das Game ist jetzt schon sehr lange nicht meine mehr abgestürzt. Meine Meinung will ja keiner hören. So viel zu tun. Messer. Messer. Also schreitet wohl. Wo? Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Nebelheim. Flussheim. Düsterheim. Nebelheim. Auf geht's. Blättern wir mal auf seinen riesigen Kopf. Und flattern los. Nach Nebelheim. Ich hab kein Kaffee mehr. Nach dieser Folge muss ich mir dringend noch einen Kaffee organisieren, sonst kann es nicht weitergehen. Ohne Kaffee kann ein Fuchs nicht arbeiten. Als verloren bezeichnet man Tote. Boop. So. Wo sind wir? Wo müssen wir lang? Erstmal auf Kurs, das heißt in diese Richtung gucken und dem Weg folgen. Folgen Sie dem Weg. Oh, hier waren wir offensichtlich noch nicht so ganz unterwegs. Hier gibt es noch ein bisschen was zu entdecken, vor allen Dingen Höhlen. Und jetzt einfach straight dem Weg folgen. Wir sind hier damals, glaube ich, seinerzeit abgehauen, weil es zu krass schwer war. Würde Sinn ergeben, nicht wahr? Folgen wir jetzt erstmal dem Weg.
Hallo? Geht's euch noch gut hier? Habt ihr sonst noch, also, irgendwie einen Arsch offen oder so? Also, das habe ich ja, also, unfassbar, oder? Ja, dich meine ich auch, mein Freund. Kannst du dir nicht ausdenken, sowas. So. Chillst hier nur rum, meintest dein own business, ne, und zack, auf die Fresse. So, hier ist eine Höhle, wir gehen kurz rein. Höhlen kann ich nicht einfach so unbesucht lassen. Und da vorne, seht ihr das? Seht ihr es? Könnt ihr es sehen? Nebelheimer Kanalisationsausgang. Okay. Zack. Wir scheinen uns in Nebelheim noch gar nicht so umgeguckt zu haben. Da ist noch eine Kanalisation. Was ist hinter der Kanalisation? Immer reingehen, komm. Wenn wir schon mal da sind. Hallo! Hallo! Au! Das hätte ich nicht erwartet. Was soll denn sowas? Hier sind sehr viele Arp. Au! Auch ein magischer Arp, wie es aussieht. Hallo? Arp-Schamane. So, was ist los mit dieser Kanalisation? Was gibt es hier? Was macht ihr hier? Mal sehen, wir finden auf jeden Fall etwas Pferdefleisch, einen Schleifstein. Sonst nichts, okay? Oh, ganz entspannt und vorsichtig das Schloss geöffnet. Gleich zwei von den Dingern gefunden, weil hinten ist ja auch noch einer, den müssen wir eben nur noch einsammeln. Aber ich wollte halt vorher in die Kanalisation hinein. Ich darf jetzt runterspringen, ne? Kommen wir da wieder raus? Lieber erstmal oben gucken, bevor wir den Leap of Fate starten. Tintenfass. Orb. Alter Lappen. Zutaten, Schüsseln, ja, kannst alles mitnehmen. So, sind wir hier noch drin? Im Schrank. Rolle des Lichtbotens. Ich habe so viel Tinte dabei. Wenn es nicht mehr läuft, ne? Runenküras. Nice. ...15 Groschen. Noch mehr Groschen. Ein Bügeleisen, eine alte Lampe. Okay. Kommen wir leider nicht rein. Ach, die geilen Sachen, ne? Gehen leider immer noch nicht. Okay. Und dann gibt es noch den unteren Bereich. Die Tür ist von der anderen Seite blockiert. Ja, das ist kein Problem. Moment. Da habe ich schon einen Weg gefunden. Zack. Schon ist sie offen. Bebänderter Küras. Bisschen Geld. Hier könntest du auch schön erstmal ein kleines Schläfchen machen. Kommt ja eh keiner rein. Hier geht's wieder raus, offensichtlich. Hier geht's auch raus, okay. Klippe von Nebelheim. Ja, gut, wir wollen aber nicht wieder raus. Wir gehen stumpf den Weg wieder zurück. Wir wollen ja nur mal reingucken, was hier so abgeht. Jetzt wissen wir es. Nicht viel. Aber wir haben ordentlich was gelootet. Insofern hat sich das doch schon gelohnt. Und dann ist die Frage, sind wir da oben hergekommen? Nee, wir sind da hinten hergekommen. Wo ist er nur hergekommen? Klippe von Nebelheim. Das müsste jetzt der gleiche Eingang gewesen sein. Ja, und da sehen wir nämlich hier schon das nächste Ding. Nicht so genau weiß, wie wir da raufkommen. Wahrscheinlich nur mit einem Sprung. Von oben. Na gut. Oder vielleicht so. Ne, Moment. Okay. Nein, das geht so nicht. Okay. Meine Lieben, ihr hört den Hahn krähen, ihr seht den Wolf heulen. Wir
machen hier erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns mal eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.